Moin Freunde, heute mal etwas Neues hier auf dem Ghostbusters Slot. Ist jetzt auch der vierte Versuch, das Video aufzunehmen. Ich bin also tiefenentspannt. Aber was man nicht alles so verlernt nach einer Woche Abwesenheit. Wo wir schon beim Thema sind. Die letzte Woche kam wenig bis gar nichts oder halt nur das Vorproduzierte, weil ich Prüfungen hatte. Dann war ja noch Fasnacht, das heißt, Tobi war auch nicht in der Lage, irgendwas zu machen. Und ich habe seitdem tatsächlich auch PC-Probleme. Im Rocket League Sound merkt man es manchmal noch, dass es wohl schon davor Probleme gab. Und generell habe ich FPS-Drops und alles. Ich nehme jetzt auch mit der neuesten Windows-Version, also 10 Preview-Kit auf, um das ein bisschen auszugleichen, weil es da den Gaming-Modus gibt. Und nehme auch mit dem Aufnahmetool tatsächlich von Bilder aus auf, um das mal zu testen. Ja, wobei, ist eine Testaufnahme, wer weiß, ob es überhaupt funktioniert. Alles in allem gibt es eine kleine Änderung, auf die ich aber erst eingehe, wenn wir hier spielen, und zwar Reigns, wie man sieht. Bei Reigns geht es darum, wir sind der König. Ich konnte leider den Spielstand nicht komplett löschen. Also, man ist ein König. Wie man sieht, 11 Jahre, 27 Jahre, 4 Jahre, der Cedric und wir sind jetzt Baldur. Wir sind ein König und müssen Entscheidungen treffen. Das heißt, wir haben oben diese vier Kategorien: Kirche, Menschen, Militär, Geld. Wir müssen uns entscheiden, in der Hauptstadt ist die Cholera ausgebrochen, der blaue Tod wütet. Oh, jetzt habe ich leider gerade, das war jetzt dumm. Jetzt habe ich mich mit der Maus gerade geklickt. Ich drücke jetzt mal mit der Tastatur. Oh Gott, ist so okay. Das heißt, wir müssen entweder nach links, jeder hat sein Hirngespinst, oder rechts, General. Wir sehen oben an, dass das Zeug gemacht. Das heißt, da rufe ich erstmal den General. Wenn ein Tier wird, welches wäre hier? Ein Löwe? Nein. Ein Skorpion? Nein. Eine Gazelle? Nein. Gut, da habe ich jetzt ein leichtes Vorwissen, ich weiß schon, was dann passiert. Also immer, je nachdem, was mit wem passieren, halt Sachen. Das heißt, hätte ich jetzt gesagt, ich bin Löwe, hätte er einen Löwen freigelassen. Und so weiter. Ein Großband zerstört eure Burg. Rettet die Garnison, rettet die Schatzkammer, rettet die Garnison. Die Wikinger greifen an, greift sie an. Und jetzt sieht man, ich bin tot. Also das Spielprinzip, ich hoffe, es ist klar geworden. Ich habe jetzt eigentlich kein Geld mehr gehabt und jetzt habe ich die Kaufleute umgebracht. Der König ist tot. Ja, ich dachte, ich nehme das hier einfach mal als Zwischenvideo. Nämlich wird Left 4 Dead aus dem Sortiment genommen. Weil wir einfach gerade keine Lust mehr haben, 2 Stunden zu spielen. An einem kleinen Map-Abschnitt und dann halt zu verkacken. Und das geht auch auf die Stimmung. Ich glaube, man merkt es auch in den Videos immer, wie wir immer mies gelaunter werden, wenn das geht. Das ist der kälteste Winter der letzten 30 Jahre. Nach einer schlechten Ernte hungert euer Volk. Ja, verteilt unsere Vorrede, komm. Mein General vertraut ihnen, dann vertraue ich ihnen auch. Ich bin nicht mit der Produkt, ich möchte aber, dass es Krieg gibt. Möchte sie? Ja. Oh, wir haben die Hexe getroffen. Henry der Kühne. Bin ich das oder die Hexe? Und ich bin Eduard der Zauberer. Das Zigieren. Wir müssen einen großen Suchtrupp organisieren, ja. Ja, auf jeden Fall. Sollte eigentlich Saints Row 4 dann an den Start gehen. Wir hatten da auch schon Aufnahmen, nur das Problem ist, dass ich jetzt, ich hatte während 3 Folgen oder 4. Und wir wollten heute weiter aufnehmen, damit ich das halt bringen kann. Und ich wollte jetzt auch nicht 3 Folgen raushauen, dann wird das wieder 2 Wochen nichts. Ja, Fun Fact. Ich habe da mega die Performance-Probleme. Ich weiß nicht, ob es halt an gerade dem Rechner an sich liegt, weil der halt rumschwacht, oder am Spiel. Und zwar habe ich auch ein bisschen recherchiert. Mit Saints Row 4 gibt es ja Superkräfte, wir gehen Super Speed und das ist halt relativ ungeil für die Performance, weil wenn ich mit Super Speed wo lang rennen Autos durch die Gegend schleudere, rendert der nur so viel Zeug auf einmal, dass ich dann statt 100 FPS nur 20 habe. Ja, Befestigung sind gut. Ja toll, ich bin schon wieder pleite. Aber ich habe vorhin Mauern. Das ist jetzt so eine Karte. Ich bin jetzt schon wieder getötet worden.
Aber das ist jetzt so eine Karte, die höheren Mauern habe ich jetzt auch in der nächsten Leben. Ja, Rains ist übrigens eigentlich ein Handyspiel, aber ich habe das auch damals bei Steam gekauft. Setze mir Jakob. Bestreif das Verlies. Statt Left 4 Dead wird es jetzt erstmal Random-Videos geben. Also sowas wie jetzt hier Reigns oder eine Partie Overwatch, eine Runde Battlefront, sowas. Also einfach was ohne Thema. Jetzt klar ist das jetzt gerade auf dem Ghostbusters-Slot, weil ich da auch erstmal gucken muss, wie das jetzt mit dem Setting läuft. Wenn ich jetzt erstmal was aufnehmen wollte, was nicht unbedingt was jetzt nicht unbedingt auf Druck rauskommen muss und cool werden. Welcher Lied von Majestät, das heißt der Majestät, der Narr und seine Majestät, ja. Er hat einen majestätischen Begleiter, ein dunkles und hässliches Tier, macht weiter. Aber freundlich und sauber, es wirkt ständig mit dem Schwanz. Tö? Oh, ich muss ihn ja ein Duell gewinnen, oh Gott. Jetzt sehe ich da oben immer, welchen Move ich mache. Ich werde mich verteidigen. Ihr seid langsam. Das wird ja nie... Der wütende Eber. Oh, ich hab verloren. Ja, gib mir mal ein paar Schläge. Fechten müsste so gut abwinken. Ach ja, scheiß drauf. Sonst habe ich mal gewonnen. Rex, jawohl, den Hund streicheln. Alter, es ist so klar. Ich habe den Teufel gefunden. Ja, und jetzt, jetzt sieht man, ich sehe einfach nicht mehr, um was es geht. Zum Glück war von der Unsterblichkeit nicht die Rede. Jeder eurer Tode ist ein Genuss. Und ein noch größer, achso, die Ursprungsding von dem Spiel ist irgendwie... ich guck mal, vielleicht schneide ich es jetzt rein, wenn ich es irgendwo cool finde, dass wir irgendwie gesagt haben, naja, hier, man redet manchmal mit einer mysteriösen Stimme und hat dann so die Wahl, ja, ich möchte ein König sein, ich möchte ein Herrscher sein, ich möchte ewig leben oder irgendwie sowas, und darauf spielt er jetzt, glaube ich, an. Ein noch größerer ist die Wahl, vor die ich euch jetzt stelle. Geht, kleine Marionette, wir sehen uns in 666 Jahren wieder. Okay, der nächste Charakter, zu dem ihr Ja sagt, wird sterben. Interessant. Ja, ach so scheiße, ich habe gar nicht drauf geachtet. Die Bevölkerung im Norden ist abgrundtief und gottlos. Baut ihr mehr Kirchen? Erstens, die Kirche ist schon relativ down, also ja. Sie, sie dürfen nicht runter, die Werte, und aber auch nicht hoch. ja. Gurr? Wem gehört dieser Vogel? Ja, Wolleg. Aber ich glaube, jetzt hast du doch noch nicht. Welche Optionen haben wir? Joa, weißt du, so Arbeiter. Ach Gott. Ich bin schon wieder tot. Ja, weil es den Leuten zu gut geht, haben sie mich jetzt umgebracht, die Schweine. Aber ich würde sagen, war es dann auch für heute. Jetzt die Info, wie gesagt, ganz normal wird es ab morgen weitergehen. Wenn ihr das seht, Tag später, wird es wieder Ghostbusters geben, bis wir es durch haben. Danach Rocket League, dann ein Random-Video und dann wieder die Sportschau mit Pro Evolution Soccer. Wobei da tatsächlich die Pause schon feststeht. Also ich werde ja nach einer Saison pausieren. Beziehungsweise was anderes reinschieben, dass nicht immer nur Fußball kommt, und ich habe mir da schon was überlegt. In dem Sinne, bis dann, Leute. Ciao.